Heute spielen wir wieder Karten. Heute geht es um die Abfahrtskontrolle. Der war gut, ne? Komm, der war gut. Karte 10, Frage 1. Überprüfen eines Schaublattes bzw. eines Ausdruckes des EEG-Kontrollgerätes. A. Wie viele Kilometer wurden gefahren? Bei dieser Frage haben wir schon einen vorgefertigten Ausdruck vom EEG-Kontrollgerät. Wie ihr jetzt seht, haben wir hier die ganzen Aktivitäten von 24 Stunden. Ein Abschnitt tiefer steht nun die Zusammenfassung von den 24 Stunden. Und wenn man genau hinguckt, seid ihr dann 88 Kilometer gefahren. Heißt, wie viele Kilometer wurden gefahren bei der Frage? 88. Frage 1b. Wie lange war die Fahrtunterbrechung? Auch hier könnten wir jetzt uns die 24 Stunden angucken und alle Fahrtunterbrechungen zusammenzählen. Aber natürlich könnten wir sie auch wieder zusammenfassend eine Etage tiefer sehen. In diesem Fall war die Fahrtunterbrechung 19 Stunden 22. Frage 1c. Nach wie vielen Stunden wurde die erste Pause eingelegt? Auch hier schaut ihr euch wieder den Ausdruck an. Hier müsst ihr jetzt gucken, ihr seid um 7.59 Uhr losgefahren. Die erste Pause, hier ist das Symbol, war um 10.08 Uhr. Also wenn wir genau sind, sind wir 2 Stunden und 9 gefahren. Nach 2 Stunden 9 wurde die erste Pause eingelegt. Und die letzte Frage, 1d. Welche Höchstgeschwindigkeit wurde gefahren bzw. wurde beim digitalen EEG-Kontrollgerät Geschwindigkeitsüberschreitung dokumentiert? Bei unserem Ausdruck haben wir natürlich keine Geschwindigkeitsüberschreitung dokumentiert. Hätten wir eine Geschwindigkeitsüberschreitung, würde dieses Symbol so aussehen. Beantwortet ihr diese Fragen so, wie wir es gerade gezeigt haben, ist der Prüfer zufrieden. Frage 2. Prüfen, ob Pedalwege frei sind. Bei dieser Frage überprüft ihr, ob im Fahrerhaus die Gegenstände euch beim Fahren behindern könnt. In diesem Fall geht ihr einfach 2-3 Schritte runter und überprüft, ob hier Flaschen, Süßigkeiten oder irgendwas liegt, was den Pedalweg beeinträchtigt. Dann schaut ihr nochmal in euer Fahrerhaus, ob Gegenstände bei einer Vollbremsung nach vorne fliegen können. Somit habt ihr diese Frage ordentlich beantwortet und der Prüfer ist zufrieden. Frage 3. Sichtprüfung der Federung. Zunächst einmal überprüft ihr, wenn ihr zu eurem LKW morgens hinkommt, ob der LKW in Waage steht, ob die Luftfederberge alle okay sind und ob alles okay ist. Wenn zunächst der optische Eindruck okay ist, würden wir jetzt im zweiten Schritt zunächst einmal die Luftfederung hochpumpen. Das macht ihr, indem ihr den LKW startet. Einmal die Vorderachse hochpumpen und einmal die hintere Achse hochpumpen. Da wir ökonomisch denken, schalten wir, nachdem wir die Luftfederung hochgepumpt haben, den LKW aus. Jetzt können wir uns die Luftfederberge angucken, ob sie porös sind, ob Risse drin sind und ob das äußere Erscheinungsbild okay ist. Und dies machen wir natürlich an jedem Luftfederbalg. Nachdem ihr die Luftfederbälge kontrolliert habt, müsst ihr natürlich unseren LKW wieder in Fahrstellung bringen. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr auf den grünen Knopf drückt. Wie ihr jetzt seht, reguliert der LKW automatisch in seiner Fahrposition. Und somit habt ihr die Frage beantwortet. Lass bitte erst, können wir erst Frage 4 machen, dann müssen wir die aussteigen. Statt Frage 3. Okay. Okay. Frage 4. Kontrolllampen benennen oder Kontrollsysteme aktivieren und an zwei Beispielen erläutern. Bei dieser Frage müsst ihr auch zunächst einmal die Zündung anmachen. Jetzt überprüfen wir erstmal die Kontrolllampen. Eine Kontrolllampe ist zum Beispiel das rote P. Das heißt, dass die Feststartbremse angezogen ist. Oder zum Beispiel die blaue Kontrollleuchte. Das heißt, dass das Fernlicht an ist. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Blinker rechts.
Dann kontrollieren wir zwei Kontrollsysteme. Zunächst gucken wir erstmal, ob wir genug Sprit haben. Unser Kontrollsystem für den Tank seht ihr hier. In diesem Fall ist unser Tank ganz voll. Und als zweites kontrollieren wir unseren Bremskreis, unsere Druckluft im Bremskreis 1. Direkt daneben seht ihr Bremskreis 2. Dies sind dann unsere Kontrollsysteme. Okay, ich hab's. Auf geht's. Frage 5. Überprüfung der Zustandsanzeige für die Luftfilteranlage. Bei dieser Frage müsst ihr wieder in den LKW. Zunächst macht ihr wieder die Zündung an und müsst dann ins Menü. Bei uns MAN geht ihr mit Hilfe dieses Knopfes ins Menü. Dann bestätigt ihr Fahrzeug und geht mit Hilfe dieser Taste eine unten auf Kontrolldaten und bestätigt wieder mit OK. Dann wählt ihr wieder den Pfeil unten bis Service. Geht wieder auf OK. Dann werden verschiedene Service-Einrichtungen eingezeigt. Der Lufttrockner zum Beispiel, das Motoröl, wenn das gewechselt werden muss, das Achsöl und unser Luftfilter. Wie ihr jetzt seht, muss unser Luftfilter spätestens Februar 2022 gewechselt werden. Und somit habt ihr die Frage souverän beantwortet. Frage 6. Unterlichtkeile, Anzahl, Unterbringung. Bei einem Dreiachs-LKW benötigen wir 2 Unterlichtkeile. Zunächst einmal überprüfen wir, ob beide vorhanden sind. Dann gucken wir, ob beide Unterlichtkeile nicht beschädigt sind. Und zum Schluss gucken wir nochmal, ob sie doppelt gesichert sind. Heißt, einmal mit dem Eigengewicht nach unten und ob die Feder gespannt ist. Und ich kann noch was sagen. Warte. Nee, das reicht. Das reicht für den Ärger. Alles gut. Super. Ich hoffe, ihr habt was bei der Abfahrtskontrollkarte gelernt. Möchtet ihr die nächste sehen? Klickt hier.